Grenzabwicklung war denkbar einfach und zügig. Als Deutsche visumsfrei für 6 Wochen und das TIP, Temporary Import Permission für den Henry, auf Papierbasis. Das Auto wurde nicht angeschaut. Eine Versicherung ist nicht gefordert, habe ich aber trotzdem für 4 Euro für 4 Wochen in Osch abgeschlossen. Die SIM-Karte gibt es am Kiosk für 5 Euro Flatrate für einen Monat. Der erste Stellplatz, 4 Kilometer hinter der Grenze. Träumchen, aber es sollte noch viel besser werden. Der Pamir ist ein Höhengebirge in Zentralasien mit einer Fläche von 120.000 Quadratkilometern. Davon sind 12.500 Quadratkilometer vergletschert. Er bedeckt die Flächen von Xinjiang in China, Tadschikistan, Afghanistan und Kirgisistan. Von meinem Stellplatz in der Nähe von Sarimogul aus blicke ich auf den Peak Lenin mit 7.134 Metern Höhe. Ich befinde mich auf etwas mehr als 3.000 Meter Höhe, also nochmal 4 Kilometer höher. Irre Dimensionen. Ich lasse den Pamir hinter mir und fahre ins Landesinnere nach Osch. Teppich reinigen auf der Hauptstraße. Ich habe sie ziemlich spät entdeckt, muss ich tatsächlich sagen, weil vor mir noch ein Wagen war. Geht auch ohne Warndreieck. Die Regeln im Straßenverkehr werden großzügig und nach persönlichem Gusto ausgelegt. Osch, eine Stadt, in der man Dinge erledigen kann, ist nicht besonders schön, also hat mir persönlich nicht besonders gut gefallen.
Man hat hier viele Möglichkeiten, den Wagen zu reparieren. Das gibt es an jeder Ecke. Man kann einkaufen, aber ansonsten ist Osh geprägt vom post-sowjetischen Stil und wenig reizvoll. Bazar-Korgan-Reservoir auf halber Strecke zwischen Osh und Bischkek. Abends ein irres Naturschauspiel. Starker warmer Wind, Blitz und Donner, aufgepeitschte See, aber nicht ein Tropfen Regen.
In Bischkek bekommt der Henry für 43 Euro neue Kupplungsflüssigkeit. Die alte Flüssigkeit war ganz schön am Ende. Die schwarze Färbung ließ darauf schließen, dass Wasser aufgenommen wurde. Das Kuppeln wurde durch schmerzhaftes Knarren und Quietschen begleitet. Annette ist für 3 Wochen wieder mit an Bord. Ich hole sie 4.30 Uhr vom Flughafen ab. Die Nacht habe ich in einer ruhigen Ecke auf dem Flughafenparkplatz verbracht. Frank Walter war auch in der Stadt. Seinetwegen konnte ich nicht im Nationalpark übernachten. Ich wurde wieder weggeschickt. Seine Rückkehr in die Stadt konnte ich dann in aller Ruhe miterleben, denn auch die Straßen waren während seiner Durchfahrt blockiert. Машнем давай! Да. Не глядя машнем, давай! Да. Issyk-Kul im Tian-Shan-Gebirge auf 1607 Metern Höhe. Der zweitgrößte Gebirgssee der Welt nach dem Titicaca-See. Über 6200 Quadratkilometer groß und bis zu 668 Meter tief. Ein fantastisches Panorama bei Sonne, wenn die gegenüberliegenden Berge sichtbar sind.
Song Cui Lake in 3100 Metern Höhe, der höchstgelegene See in Kirgisistan. Sensationell schön. Es ist absolut friedlich. Grasland bis zum Horizont. Man hört nur ein wenig den Wind. Ich hoffe nicht so im Mikro, weil ich habe den Büschel verloren. Und heute Morgen sind schon die Pferde an uns vorbeigezogen auf die andere Seite zwischen Henry und dem See. Also ganz großes Kino hier, ganz großes Kino. Die Anfahrt war schon spektakulär. 35 Kilometer Offroad-Piste hier hoch. Also grandios, grandiose Aussicht, grandiose Landschaft, Schneefelder gesehen noch. Ganz toll. Die Nacht war Lausigkeit, 3 Grad um 6.30 Uhr. Die Sonne kommt jetzt rüber. Ich denke, es wird schnell warm. Es wird noch schneller warm, weil ich jetzt einen Kaffee koche. Thank you.
left of last night behind. And I need to get some peace of mind. And when I need some peace of my mind, I know where to find it. Genießt nochmal die letzten Bilder der Drohne. Warum? Erzähle ich euch im Usbekistan-Video. Ein letzter Stellplatz vor der Grenze zu Usbekistan. Traumhaft schön, mal wieder. Kirgisistan, Outdoorland.